Wer in Deutschland glaubt, wir seien die großen Hammerwerfer, nur weil es uns nach jahrelanger Testphase nun endlich gelungen ist, eine 25 Meter lange Zugkombination freizugeben, der glaubt auch, Zitronenfalter würden Zitronen falten. Zumal das deutsche Zuggesamtgewicht bei bescheidenen 40 Tonnen geblieben ist. Dafür haben die Skandinavier nur ein müdes Lächeln übrig. Die Nordlichter waren schon immer mutige Vorreiter und haben dem 25-Meter-Zug locker 64 Tonnen Zuggesamtgewicht erlaubt. Die Schweden experimentieren seit 2008 im sogenannten ETT-Projekt mit 32,5 Meter langen Zügen mit bis zu 72 Tonnen Zuggesamtgewicht. ETT steht für En Trave Till und bedeutet vielsagend ein Stapel mehr. Und auch die Dänen haben keine Berührungsängste vor dem Eco-Kombi XL. Von Malmö führt eine Tunnelbrückenkombination über den Öresund direkt nach Kopenhagen. Eine konventionelle Scania-Sattelzugmaschine zieht einen 13,60 Meter langen Auflieger mit einer Tiefkupplung für den Krone Dolly, der wiederum den Standardauflieger Nummer 2 schultert. Der zweite Auflieger braucht nicht zwingend eine Tiefkupplung. Sie wäre aber auch nicht hinderlich. Und da wir im Scania Demo Center in Södertälje sind, werde ich das lange Teil jetzt erstmal testen. Läuft nicht nur absolut easygoing, es gibt auch noch drei weitere handfeste Gründe. Mit dieser super langen Truck-and-Trailer-Kombination kann dem Fahrermangel wirklich wirkungsvoll begegnet werden, vorausgesetzt, man erlaubt das entsprechende Zuggesamtgewicht, sprich Zuladung. Punkt 2, es wird weniger Staus geben, weil tendenziell weniger überholt wird und de facto weniger Straße verbraucht wird und last but not least, der signifikant reduzierte CO2-Ausstoß. Daher mein Appell an die deutsche Politik, einfach mal tabufrei und pragmatisch zu denken, denn dann könnte auch in Deutschland dieser Eco-Kombi XL skaliert werden.